Hallo zusammen. Heute gehe ich durch New York, später nach Brooklyn und jetzt spreche ich über das größte Radio der Welt. Ja, hier im World Trade Center ist Spotify untergebracht, der Streaming-Kanal, Streaming-Radio ist total der Boom am Boomen. Hier im Finanzviertel. Die Schweden haben sich hier eine schöne Location rausgesucht. Hier ist das Denkmal von 9/11, wo die zwei Wolkenkratzer kollabiert sind nach den grausamen Terroranschlägen. Und hier ist der neue Turm. One World Trade Center. Und es sind viele andere nebenan. Also das ist auch einer. World Trade Center, die haben alle Nummern. Bisschen durchnummeriert. Und es sind gigantisch. Schaut mal, überall stehen die Dinger hier ringsherum. Und hier ist Nummer 3, World Trade Center Nummer 3, so heißt der hier. Ja, es ist natürlich schwer, diese Türme zu vermieten, gerade jetzt in der Krise. Wir haben ja eine riesen Wirtschaftskrise ausgelöst durch Corona, durch dieses sehr gefährliche Virus, das eine Pandemie ausgelöst hat und durch den Lockdown die Wirtschaft kam im Grunde zum Erliegen. Zum Stillstand seit März. Zum Teil ist die Lockerung wieder aufgehoben worden, aber bis die Geschäftstätigkeit zurückkommt, dauert es noch. Die Arbeitslosigkeit ist noch immer hoch in der westlichen Welt. So, ich will euch jetzt mal ein bisschen mehr über Spotify erzählen. Ihr wisst ja, dass hier ist jetzt keine Anlageberatung, aber trotzdem, ich finde die Aktie super spannend. Die sind aus Schweden. Das ist ein Musik-Streaming-Dienst. Und der Daniel Ek ist der Gründer, großer Aktionär. 3,9 Milliarden Dollar Vermögen laut Forbes. Hier steht er. Der Typ ist echt genial. Der hat also das größte Radio der Welt aufgebaut. Eben über Streaming. Und es gibt einmal eine kostenlose Version und einmal eine Premium. Die kostenlose ist vollgeknallt mit Werbung. So finanzieren die sich. Das Premium-Abo kostet 10 Euro im Monat und das läuft so gut, dass die 299 Millionen Nutzer haben auf der Plattform und die Aktie hat sich auch sehr gut entwickelt, aber gar nicht so stark wie die anderen Streamer, wie zum Beispiel Netflix. Schaut ja das mal an, die sind 2018 an die Börse gekommen, an die New York Stock Exchange, aber nicht über einen typischen Börsengang, sondern über einen Börsengang Light. Die haben nur die Aktie, die Notierung aufgenommen, ohne dass sie Geld eingesammelt haben. Das war ein Novum, das hat denen viel Kosten gespart. Heute haben sie eben 138 Millionen Abonnenten und 300 Millionen haben sie die Komplettabonnenten. Also das ist grob, die Hälfte zahlt also nichts, die andere Hälfte zahlt jeden Monat Gebühren. So, ja, jedenfalls siehst du hier die Großaktionäre. Der größte ist übrigens Martin Lorentzon. Das ist auch ein Schwede. Hier ist auf der Forbes-Liste mit 5,6 Milliarden Dollar Vermögen. Das ist echt der Hammer. Die Gruppe ist echt der Hammer. Die haben 6.000 Mitarbeiter. Und hier siehst du noch die anderen. Morgan Stanley und so. Tencent, die chinesische Holding, ist ein Großaktionär. Die sind vorm Börsengang rein. Und die machen halt jetzt auch viel Werbung. Die wollen halt Abonnenten gewinnen. In Deutschland ist das ein Werbespot zurzeit mit dem Böhmermann, mit dem Jan Böhmermann. Der macht da mit und die verpflichten immer mehr. Und das ist total eine aggressive Wachstumsfirma. Jedenfalls ist es echt sehr, sehr spannend, wenn man das vergleicht. Gerade mit Netflix haben die noch ein Riesenpotenzial oder mit Facebook. Facebook hat ja 2,7 Milliarden
Abonnenten, monatliche Nutzer, müsste man sagen, Facebook. Und die haben erst knapp 300 Millionen. Also da ist noch gigantisch Potenzial. Oder schaut, vergleich mal mit YouTube. Die haben 2 Milliarden Nutzer. Und die haben eben erst 300 Millionen. Also da ist noch gigantisches Potenzial. Bei diesen ganzen Abo-Diensten ist ja das Schöne, die haben regelmäßige Einnahmen jeden Monat. Das ist also ein super Geschäftsmodell, muss ich sagen. Da kann man wirklich sich die mal anschauen, zumal die auch in vielen Ländern sind. Die haben jetzt neue Länder erobert wie Russland. Der Börsenwert ist noch vergleichsweise gering und stark wachsend. Sie haben Zuwächse im Umsatz von 27%. Also wenn du dir mal anschaust, die bei den Abonnenten haben sie also 27% bei den zahlenden Wachstum, es ist fantastisch. Die machen auch ein paar neue Innovationen, wie sie die Abos verkaufen. Die machen einmal Familienabos, dann Studentenabos, die sind da sehr flexibel geworden. Dann gehen sie an die ehemaligen Abonnenten, die wollen sie zurückgewinnen. Da gibt es überall Spezialdeals halt. Die Marketingabteilung ist sehr, sehr clever, wie sie das machen. Es gibt auch so Gratis-Monate, 3 Gratis-Monate, aber dann bist du halt dabei später. Also das ist eine Wachstumsmaschine. Und die anderen, die Apple, die Amazon und die Sirius XM, die sind natürlich Konkurrenten, aber die sind noch nicht so groß und haben da noch Nachholpotenzial. Natürlich schlafen die auch nicht, aber vielleicht haben die irgendwann mal 1,2 Milliarden Nutzer statt 300 Millionen. Also da gibt es Analysten, die gehen davon aus, dass die das in die Milliarden schaffen. Das Problem, was sie halt noch haben, sind die hohen Lizenzgebühren, müssen sie zahlen an die Musikindustrie. Die haben für ihre Musikrechte, kassieren die halt natürlich kräftig ab, auch gerade bei den Streamern. Aber eine neue Wachstumsstrategie ist bei denen, sie übernehmen Podcaster, erfolgreiche Podcaster in Amerika und in anderen Ländern, und wollen eben nicht nur Musik anbieten, sondern auch so Plauder, Talksendungen und so. Da haben sie etliche auch sehr tief in die Tasche gegriffen, gute Podcaster übernommen in Amerika halt, Gimlet, Anchor und Parcast. Dann haben sie Leute gewonnen wie den Comedian Joe Rogan, dann Kim Kardashian und Michelle Obama. Also die gehen überall und kaufen jetzt gute Podcaster ein. Und dadurch erhöht sich natürlich die Attraktivität, dann können sie wieder bessere lukrative Werbedeals machen. Und so ist es eine Win-Win-Sache. Es ist, also der hat auch den Preis noch nicht erhöht, der Gründer. Das ist 2011, ist noch der alte Preis, Monatspreis für die zahlenden Abonnenten. In den USA sind es auch $10 stabil geblieben. Da kann man bestimmt noch irgendwann an der Preisschraube drehen. Studenten kommen rauf für $5 im Monat. Und also ich würde mal sagen, die haben noch eine schöne Kriegskasse. 1,6 Milliarden liegen in der Kasse, Dollar. Ist also eine starke Bilanz und der operative Cashflow ist schon positiv. Sie werden bewertet mit dem 5,8-fachen Umsatz. Netflix ist doppelt so hoch bewertet mit dem 10,5-fachen Umsatz bekommt Netflix zugebilligt. Also es ist eine spannende Aktie rund und rum. Rundherum eine spannende Aktie. So, jetzt bin ich in Brooklyn mit dem Auto unterwegs. Shake Shack ist so eine Kette, eine Hamburger-Kette. Die ist börsennotiert. Hier hat sich nicht so toll entwickelt seit 2015. Mehr oder weniger seitwärts von Andy Myers. Das ist ein reicher, erfolgreicher Restaurateur, der hat wirklich High-End-Restaurants in New York und Fastfood halt. Hamburger gibt es jetzt bei dem Shake Shack. Sehr beliebt bei jungen Leuten, also Studenten und so. Schmeckt wirklich gut. Die bereiten das frischer zu als bei McDonald's oder Burger King, habe ich den Eindruck. Die machen auch Mushroom-Burger, tolle Pommes und so. Vielleicht interessant, gerade jetzt in der Krise. So Sachen, das sind so kleine Konzerne, sind immer interessant. Jetzt zeige ich euch nochmal Fast Retailing, da mache ich euch nochmal drauf aufmerksam. Das ist eine japanische Firma, Uniqlo heißen die Filialen. Die kommen gleich, das zeige ich euch, das ist echt eine Hammer-Story. Das ist ein Japaner, der ist der Reichste geworden mit der Familie Japans.
Und der hat investiert eben in so ganz günstige Fast-Fashion-Geschäfte. Und jetzt weltweit hat er über 2000, einige jetzt in Amerika eröffnet er immer mehr, jetzt hier in Brooklyn am Barclays Center, da fahre ich jetzt gleich hin. Links übrigens siehst du ein Gefängnis mitten in Brooklyn, das ist ein Hochsicherheitstrakt. Hier steht ja Detention Center, Detention Complex Brooklyn. Aber kommen wir nochmal zurück zu diesem Uniqlo, zu diesem Fast Fashion. Der Typ ist der Hammer. Tadashi Yanai heißt der. Der will die Nummer 1 werden in der Bekleidung. Also der will im Grunde H&M überholen und Zara überholen, die Nummer 1 und 2 weltweit, was den Umsatz angeht. Und er hat sich fokussiert, vor allen Dingen auf Asien, stark in China expandiert er. Aber jetzt halt auch ein bisschen Amerika und Europa, aber vorsichtig, vor allen Dingen Asien. Und du kriegst da Jeans für 20, $30, sehr, sehr günstig und sehr bunte Farben, ziemlich modern, richtet sich an junge Menschen und total erfolgreich. Der hat auch einen Deal mit Roger Federer, mit dem Tennisprofi und Jill Sander, also der macht interessante Deals und ist sehr, sehr erfolgreich. Du gehst halt rein, ist alles ziemlich eng und du kannst Zahnbürsten kaufen, du kannst Jacken kaufen, Hosen. Also es ist breit gefächert, Taschen und Jacken und es ist unglaublich. Halt vor allen Dingen günstig und modern. Halt günstige, also gute moderne Schnitte und so. Auch japanisch stark geprägt, asiatisch geprägt. Kommt halt an, auch in Amerika ist immer viel los in den Filialen. Da gibt es auch eine Filiale in Soho, da war ich schon öfters. Super interessantes Modell, also wie der das gemacht hatte, wie der so erfolgreich geworden ist, ist echt der Hammer. Es gibt schon erfolgreiche Geschäftsleute, unglaublich. Der ist schon über 70, aber immer noch der CEO und leitet das. Total ehrgeizig. Ja, hier siehst du Brooklyn, viele kleine Geschäfte. Es waren früher mal so Warenlager. Und du hast so alte Häuser, neues, wird viel gebaut. Hier ist ein Obdachloser, der kleidet sich hier ein. An den Mülleimern, du hast viele Obdachlose, die sind im Grunde entlassen worden aus diesen Obdachlosenunterkünften. Und die geistern jetzt durch Manhattan, durch Brooklyn. Ist schon sehr traurig, weil die Ansteckungsgefahr mit Covid groß war, hat der Bürgermeister dann beschlossen, dass man die eben entlässt. Und jetzt geistern die so durch die Städte. Party City, komme ich später noch dazu. Du wirst die sehen. Ist fast ein Pleitekandidat, die kamen kürzlich an die Börse, ist gar nicht so lange her und sind total abgestürzt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die sogar pleite gehen. Da kannst du so Party, für wenn deine Kinder Geburtstagsfeiern, kannst du Girlanden kaufen, Pappteller, Plastiktassen und so. Für halt Party, Familienpartys und so. Ja, sind wir weiter hier unterwegs. Und jetzt siehst du am Barclays Center auch gleich sehr viele große Marken, große Brands. Deswegen habe ich hier schon ein paar Charts vorher gezeigt. Brooklyn ist halt mehr so Hipster mögen das. Das ist mehr eigentlich so locker auf alte Bebauung und neue. Ist extrem viel gebaut worden. Du hast so kleine Cafés, halt so kleine Buchläden, kleine Boutiquen und Haarsalons und also ganz viele so kleine, so ganz einfache Läden, Bioläden, Blumenläden. Das ist echt ein interessantes Konzept. Hat ein bisschen so Berlin-Flair auch, muss ich sagen. So, jetzt fahren wir hier weiter. Auf dem Weg hier ist ein Fitnessstudio, wie man sieht. Jetzt kommt dieser Barclays Center, da ist viel los. Das sind diese ganzen Brands, die großen Marken. Du siehst Target, Uniqlo im oberen Etage mit dem japanischen Schriftzug. Das ist eben diese Fast-Fashion-Kette. Super spannende Aktie von diesen Milliardärsfamilie aus Japan. Dann Men's Warehouse, die sind ja pleite gegangen, Men's Warehouse, oben drüber Uniqlo. Das war für Anzüge, die sind fusioniert und sind trotzdem pleite gegangen. Men's Warehouse ist der Hammer. Hier mit Joseph A. Bank haben die fusioniert und sind es trotzdem. Wer braucht jetzt noch einen Anzug in der Krise, also in der Corona-Krise? Macht ja auch keinen Sinn. Hier sind so viele Brands, ist Applebee's und so Bars und Bath, Bed & Beyond, das ist so ein
Ja, für so Bettenzeug, Zubehör, Laken und Bettdecken und Zimmerausstattung. Target gehe ich gerne, super, super interessantes Kaufhaus, sehr modern gemacht, super Aktie, die läuft wie verrückt. Victoria's Secret siehst du rechts am Bild, die gehören zu L Brands, die machen im Grunde Unterwäsche für Frauen und total teuer. Und die sind auch bitter abgestürzt. Die gehört dem Leslie Wexner, der ist CEO und Aktionär dort. Hey, dann waren wir hier weiter. Da ist die Uniqlo, der Chef Tadashi Yanai. Er steht auf der Forbes-Liste der reichsten Familien. Japans Nummer 1 ist er dort. Ist der Wahnsinn, wie reich der ist. Hier ist die Party City, die sind am Pleite gehen. Best Buy haben sich super entwickelt. Das ist eine Elektronikkette, die haben. Die also super sich aufgestellt, die haben sich neu erfunden, die machen sehr viel online. Du kannst es dann online bestellen und im Geschäft abholen und so. Die sind auch sehr freundlich, wenn du in die Läden gehst. Die haben wirklich das Geschäft modern aufgestellt und vor allen Dingen überzeugen die mit Freundlichkeit und günstigen Preisen. Ja, wir haben hier einen Freund besucht in Brooklyn, der wohnt in einer Loft, der hat so eine ehemalige Wohnung in der Zeitungsfabrik hat er gekauft vor vielen, vielen Jahren. Da wohnt er. Da sieht man noch, wie die LKWs so rückwärts angefahren sind und eingeladen haben, die Zeitungsdinger. Vor 100 Jahren waren ja Zeitungen ein Riesengeschäft. Der Buchdruck übrigens auch vor 200, 300 Jahren. Das war damals eine ganz wichtige Branche und heute ist es nur noch ein Schatten seiner selbst. So ändern sich die Zeiten. Heute sind Online-Firmen die Nummer 1. Wenn man sich mal anschaut, die FAANG-Aktien, die wachsen alle um 20%. Gigantische Margen fahren die ein. Und die alten Medienhäuser, Magazine, Zeitungen und so, das herkömmliche Radio, herkömmliche Fernsehen, sind im Grunde am Schrumpfen. Das ist ein hartes Geschäft geworden. Hier siehst du Neubauten in Brooklyn, wird viel gebaut. Nochmal den Chart von Fast Retailing. Ja, dieser Japaner, der, also das ist diese Uniqlo, das Konzept, das ist also wirklich, also ich habe mich fasziniert, das alles so. Ja, also Fast Retailing ist der Hammer, die Japaner. In Berlin haben die auch eine Filiale. Das ist am Tauentzienstraße, ist ein Flagship-Store von denen. Uniqlo, halt Basismode, T-Shirts, Jeans, 10, $20, 10, 20, €30, darum geht's. Und die verdienen damit Milliarden, also mehrere Milliarden pro Jahr Nettogewinn. Sogar im Quartal machen die mal knapp 1 Milliarde Dollar. Der Schwachpunkt bei denen ist, sie sind halt stark in Japan. Da haben die im Grunde, sind die am Sättigungsgrad, weil die haben schon über 800 Filialen, fast 1000, da fangen die sogar an, manche zu schließen. Aber im Ausland halt, Asien geben sie halt Gas. Was sie in Japan halt haben, in Tokios Hafen, da haben sie ein neues Lager gebaut, das ist 24 Stunden am Tag im Betrieb, nonstop sozusagen. Und 90% des Personals haben sie im Grunde entlassen, weil das alles vollautomatisch geht. So günstige Mode kannst du halt nicht machen mit einem hohen Personalbestand. Das ist halt das ganze Kaizen-Modell in Japan. Die sind da sehr gut mit Effizienzen und Optimierungen. Ist brutal vollautomatisiert worden. Und dadurch, wenn du den Trend erwischst, ja, und die können sich ja wirklich darauf einstellen auf den Trend, dann ist das eine Gelddruckmaschine. Deswegen sind die so erfolgreich. Die zahlen eine kleine Dividende. Das KGV ist schon ein bisschen hoch, aber die laufen wie verrückt ein paar 1000%. Seit dem Tiefstand im Anfang 2002. Die stehen jetzt, ich glaube, in Deutschland kosten die weit über 500 € pro Aktie, aber es ist schon super interessant. Ich habe die Aktie nicht. Der CEO Yanai, der besitzt so rund 20%. Die Familie hält weitere 24%. Wie gesagt, der ist so 71, 72. Gigantisches Privatvermögen, reichste Japaner und eine schuldenfreie Bilanz. Was willst du denn eigentlich noch mehr? Also wirklich super interessant. Jetzt waren wir nochmal in Midtown. Hier ist Viacom. Die sind ja fusioniert mit CBS. Es war im Grunde die gleiche Eigentümerfamilie. Aber die ganzen Medienkonzerne haben halt auch, haben es schwer. Ist für mich jetzt nicht so interessant, die Aktie. Die machen eben klassisches Fernsehen, da gehört MTV dazu, Nickelodeon und
So halt so ein paar Massensender, typisches herkömmliches Fernsehen, so Krisendinger, wie halt auch RTL einbricht und ProSieben Sat.1. So ist das das Gegenstück in Amerika. Die machen zwar einen neuen Streaming-Kanal und so, müssen das aber erst aufbauen und ist alles ein schrumpfendes Geschäft. Das ist mein Freund übrigens hier vorne. Hey, dann waren wir hier am Times Square, am Broadway entlang laufen. Da siehst du nochmal diese Viacom CBS. Viacom, die sind ja gerade fusioniert. Und die haben hier das MTV-Hauptstudio. Das sind viele Prominente in normalen Zeiten. Abgesehen jetzt von Corona sieht man da Prominente, die geben dort Interviews, die haben dort Auftritte. Da warten die Leute oft unten und auf Autogramme. Ja, dann laufen wir hier weiter. Das ist Times Square, die Fahne. Das sind halt auch ist Theaterdistrikt. Das sind am Broadway sind ja viele von diesen ganzen Shows und so. Die sind aber jetzt eingestellt, ich glaube, bis Mai nächsten Jahres wegen Corona. Es ist alles etwas traurig. Hier ist T-Mobile-Werbung. Viel, viel Werbung. Viele Bars und Kneipen und Restaurants und Geschäfte, Souvenirgeschäfte, Modegeschäfte. Hier ist Thomson Reuters, die sind ja Konkurrent zu Bloomberg, ist auch börsennotiert, Walgreens und Drogerima. Hey, hier sind so viele Marken, es ist echt der Wahnsinn, was man hier alles sieht. Man wird echt bombardiert von dieser ganzen grellen Werbung, von den vielen Leuten und so. Hier ist eine Aufmunterung an die Menschen. Never, never give up. Das geht da um Corona, dass die New Yorker halt durchhalten sollen, wie halt in Krisenzeiten, in Kriegszeiten und so. Believe in yourself, so nach dem Motto, durchhalten, stark bleiben, motiviert sein. Es ist ja schon ein Impfstoff auf dem Weg und es sind irgendwann auch die Wahlen. Und mal schauen, was dann alles passiert. Aber es geht voran, sagen die New Yorker halt, die gelten als besonders hart und hartnäckig und zäh. Und widerstandsfähig und muss man auch sein in der Stadt, die ist ja schon brutal, was Konkurrenzkampf und so angeht. Hier waren wir dann halt wieder laufen, das fiel auch Verkehr, muss man aufpassen, das hat ein bisschen zugenommen. Die Leute, der Autoverkehr, es war ja mal richtig trostlos, aber so langsam kommen ein paar mehr Touristen und so, es ist wieder mehr los. Ja, hier siehst du ein Modegeschäft, G-Doubletree, es ist brutal abgestürzt, Apparel Group, ist eine kleine Gruppe, die sind gar nicht so groß, die haben hier ihren Hauptsitz auf der 7th Avenue und das Schöne ist total runter, also schau dir mal an, wie brutal unten die sind, das liegt an Corona, die viele Ladenschließungen, Mode läuft halt nicht. Aber die werden hoffentlich wieder auf die Beine kommen. Die haben auch keine Schulden. Also hier sind die Marken Calvin Klein, Cole Haan. Die haben das DKNY, Dockers und so weiter. Hier siehst du jedenfalls, also die haben das einlizenziert. Die machen so Deals, Lizenzdeals für eine gewisse Zeit und vermarkten dann die Marken. Karl Lagerfeld, Paris, Marc, Levi's, Kenneth Cole, Tommy Hilfiger. Und so weiter und so fort. Also ich kenne jetzt auch nicht alle Marken, aber hey, wer den Mut hat. Hier habe ich Angler beobachtet. Die haben einen großen Fisch, einen sehr großen Fisch hier rausgezogen. Der tat mir total leid, ich als Veganer. Die haben den natürlich, die haben den mitgenommen. Die haben den an so einem riesen Haken irgendwie so hochgeholt, an so einem Seil noch zusätzlich. Ich habe aber schon Fische gesehen, die waren zweimal so groß, also doppelt so groß. Da scheint also doch einiges an Leben drin zu sein im East River. Und der hat dann eine Target-Tüte genommen und hat den dann eingewickelt. Der wird also wahrscheinlich, nehme ich mal an, landet er daheim in der Pfanne. Jo, der Ärmste. Aber so ist die Natur. Ja, das Wasser ist ziemlich kalt und stark in Bewegung, extreme Strömung. Und das Meer ist ja auch nicht weit, das kann daran liegen. Hier angeln viele, gerade Asiaten sieht man hier, die angeln. Und das ist so ein Riesensport, das ist sehr beliebt in New York zu angeln. Und scheint, lohnt sich auch. Manche schmeißen die Fische wieder rein und schenken denen das Leben zurück sozusagen, messen aus. Die haben so ein Maßband oder machen ein Foto und schmeißen die gleich wieder rein. Lebend natürlich. Und der hier hat den gleich eingepackt und mit nach Hause genommen. Hier ist Macy's, denen geht es ja nicht so gut, Kaufhauskette. Die müssen irgendwie,
schaffen die es nicht, den Anschluss zu finden. Schaffen sie irgendwie nicht. Es kommt überhaupt nicht gut an. Aktie abgestürzt, tief im Keller. Obwohl es eine Riesenmarke ist, aber hier ist eine der großen Filialen von denen, der ganze Block im Grunde, Macy's. Für junge Leute ist es irgendwie nicht attraktiv, da reinzugehen, habe ich so das Gefühl, sind mehr so ältere, so die Stammkundschaft. Und ja, so schaut es hier aus. Hier ist eine große U-Bahn-Station, so ein Knotenpunkt ist das in Midtown Manhattan. Hier ist einiges los. Hier siehst du Spotify-Werbung, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Die machen überall Werbung. Hier sprechen sie Südamerikanern. Hier ist Nike. Die sagen, registriere dich zum Wählen. Die Wahlen sind ja am 3. November. Schaut es so aus, dass Donald Trump kaum noch eine Chance hat. In den Umfragewerten liegt er ja weit zurück gegenüber Biden, dem Demokrat. Donald Trump hat also schwer zu kämpfen, ob er es überhaupt noch schaffen wird. Das aber vor 4 Jahren hat er ja auch überrascht. Da hat ja auch keiner mitgerechnet, dass er die Wahlen gewinnt gegen Hillary Clinton. Das kam auch total überraschend und wir müssen sehen, was passiert. Aber Biden sieht ganz klar vorne aus, weit vorne, kaum noch einholbar, wenn man den Forschern glaubt, die sich da auskennen, Fachleuten sagen, Mensch, also gegen den Biden kann er kaum gewinnen. Es sei denn, er hat irgendwas, wo er so einen Zaubertrick irgendwie jetzt käme und dann noch überraschend, also ich weiß nicht, was da noch passieren sollte, aber wir müssen noch abwarten die letzten Wochen. Aber viele sind ja schon am Wählen, per Briefwahl und so und es dürfte sehr, sehr schwierig werden für Donald Trump und er weiß das auch. Aber mal schauen, was passiert. Er ist ja sehr aktiv, macht viele Veranstaltungen, Wahlkampfveranstaltungen, trotz seiner Corona-Erkrankung. Da fragen sich auch viele, ist das nicht gefährlich für sein Umfeld, für das Weiße Haus, für die Beschäftigten und so? Wie vorsichtig ist er? Kann man überhaupt noch eine Debatte führen mit beiden? Da gibt es also viele kritische Fragen und Stimmen dazu, dass er so aktiv ist. Normal müsste er ja in Quarantäne sein mit seiner Erkrankung. Gut, hier ist Madison Square Garden, da war ich auch schon drin, habe mir das angeschaut. Riesen Event-Location. Und Konzerte und Eishockey, alles Mögliche findet dort statt, ist auch börsennotiert. Hier bin ich nochmal unterwegs und auf der Manhattan-Brücke. Ja, da geht's dem Sonnenuntergang entgegen auf dem Hudson River. Man kann da so Segel-Turns machen, so Segeltouren kann man buchen, schön die Zeit genießen. Rund um die Statue of Liberty, sehr beliebt. Jo, da kann man ganz toll entspannen, Partys feiern. Battery Park City, da sind halt viele Familien. Mit Kindern ist es toll, ein riesen Rasen- und Parkanlage. Machen viele Picknick und Sport und Frisbee und relaxen. Es ist sehr angenehm, dort zum Sonnenuntergang zu sitzen. Hier gibt es viele Bänke und auch Jogger und es gibt einige Radwege. Also ein paar kleinere Segelboote sind hier. Es ist ein herrliches Stück Land, ist sehr aufgeschüttet worden. Aus im Grunde Schuttabfällen, ich glaube in den 60er, 70er Jahren. Das war früher im Grunde Wasser alles. Hier machen ein paar Musik. Und ich habe euch hoffentlich auf eine kleine Reise mitgenommen. Ihr habt es hoffentlich genossen. Ich habe mal das ein bisschen geändert, das Video. Ich habe euch über Spotify erzählt, ein paar interessante Modeaktien.